Juten, Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge NHL 20 Franchise Mode mit den Toronto Maple Leafs. So, wir haben heute einmal das AHL-Spiel der Toronto Marlies gegen die Cleveland Monsters. Das, praktisch Rückspiel. Das erste haben wir 5-2 gewonnen. Mal gucken, wie das hier sich entwickelt. Wir führen durch Baptiste. Wir führen immer noch durch Baptiste. Und wir führen 3-0 gewonnen. Das heißt, unser Torhüter ein Shutout. Und ja, wir 3 Tore geschossen. Finde ich sehr prima. Wir gucken uns mal an, wer im Tor stand. Scott stand im Tor. 23 Schüsse pariert. Shutout finde ich prima. Ob das ein gutes Omen ist, das werden wir gleich sehen. So, wir spielen gegen die Blue Jackets. Ja, dann gehen wir mal an. Ich hoffe, die haben heute ihre Kanonen zu Hause gelassen. Die haben ja zu Hause so eine Kanone und immer wenn ein Tor geschossen wird, der Blue Jackets, dann bummert die Kanone los. Als wir damals in Columbus gespielt haben, hat sie oft gebummert. So, willkommen in der Scotiabank Arena in Toronto. Frederik Andersen mal wieder eine Bilanz von 8-0. Zwei Shutouts davon, sehr schön. Weini Veivilainen. Ein Sieg, eine Niederlage. Ist nicht der Top-Torhüter, den sie haben. Warum sie den gegen uns aufstellen? Wenn wir hier mit 8 Siegen in Folge kommen, das ist so eine Sache, die... ja. Mir eigentlich aber auch egal sein kann, aber die Maple Leafs wollen natürlich trotzdem gegen die Jackets gewinnen. Aber gerade die erste Reihe hier, Anderson, Dubois, Atkinson, die ist nicht verkehrt. Wump. Okay. Barry eröffnet den Torreigen. Tyson Barry, erstes Tor in dieser Saison. Sehr schön. Rübergelegt, zack. Einfach mal drauf hier hämmert. Drin ist es. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ich bin ja mal auf unseren Neuzugang gespannt, aber das heißt Neuzugang, unseren Hochgezogenen, den Marchment. Der ist jetzt gerade auf dem Eis mit dem Rücken Nummer 20, wenn ich das richtig gesehen habe. Abseits. Jo, die 20 hat er. Oh oh. So viel zum Torreigen, ja. Leider, leider geht der auch in die andere Richtung. Unschön. Boah, schön gefangen. Komm, Johnson. Wird meine Verteidiger. Oh, dieses Halten ist zum Kotzen, ey. Huch. Finger weg, mein Puck. Oh, Mist.
Uiuiuiui. Ja, die sind nicht verkehrt. Ja, Nyquist. Boah, ja, jetzt ist aber genug, Leute. Ey, irgendwo ist auch mal Feierabend. Das gibt's doch ja nicht. Sein erstes Spiel in der NHL. Na, mal gucken. Bis jetzt verläuft es noch nicht so erfolgreich. Aber ich kann mich entsinnen, das erste Spiel war genauso. Immer kommen die Pässe zum Falschen. Jetzt hatte ich auf Tavares gepasst. Jetzt hatte ich zum Beispiel hier auf den... Boah, auf die 8 hatte ich gepasst. Mann, 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 ey. Irgendwo ist aber mal genug. Sechs Schüsse, drei Tore. Na, klasse. Ist das bekloppt. Aber da siehst du mal wieder, wie schön EA Sports das Spiel manipuliert. Ich finde es doch sehr erstaunlich, wie schnell die dann hinten sind. Ja, natürlich. Und natürlich abgeblockt. Ach, ey. Natürlich hat der den Puck noch bekommen, ey. Das ist doch bescheuert. Leute, echt mal. Ja, na klar. Und die sind über den Puck gefahren. Das kotzt mich auch so an. Natürlich. Der hat den Puck weitergespielt, trotzdem wird abgepfiffen, das muss ich jetzt nicht verstehen. Natürlich. Und der hält alles. Ach, Leute, ey. Natürlich.
Und genau auf den Torhüter. Immer genau auf den Torhüter. Der braucht sich nicht kein bisschen bewegen. Der braucht nur dastehen und warten, dass der Puck kommt. Leute, ich erwarte vom Spieler, der in der NHL spielt, doch ein bisschen was anderes. Gut, allerdings erwarte ich vom... Natürlich, ey, ist das zum Kotzen. Ja, na, aber sicher. Ach ja. Da habe ich nicht hingespielt. Ich habe nach zum linken Verteidiger gespielt. Man verpisst sich auf deine Seite, ey. Natürlich, ey, krieg hier kein Stück gebacken. Das kannst du doch vergessen. Ach da. Vergiss es. Das ist schon wieder so ein Spiel, was bewusst verloren werden soll. Und das kotzt mich an, wo du von vornherein keine Chance hast. Natürlich, und da kommt sowas raus. Ach Leute, ey. Ja, natürlich, der hört auf zu laufen. Mein Gott, ey. Ach nee. Sehr unschönes Spiel. Ich frage mich, wo jetzt plötzlich die ganze Zielgenauigkeit ist. Natürlich, bevor ich abschieße. Ja, und dann fällt er über den eigenen Mann. Ist doch bescheuert, ey. Mann! Also ich habe in allen meinen NHL-Spielen, und ich spiele das seit 1993, spiele ich NHL, habe ich noch keinen Gegner gesehen, der über seinen Mitspieler gestolpert ist. Nur bei meinen funktioniert es. Mann, Mann, Mann. Warum? Ach, ey, nee. Da spielt ja den mit der Rückhand. Mann, Mann, Mann. Warum? Warum drehst du dich nicht und schießt? Ist doch bescheuert.
Natürlich. Ey, du kommst hier zu nichts mehr. Du kommst hier nicht mehr zum Abschluss. Die blocken alles weg. Ja, und dann sowas, ey. Herzlichen Glückwunsch. Mann, ist das zum Kotzen. Ich könnte ja verstehen, wenn Columbus besser wäre, aber sie sind es eben halt nicht. Das sind einfach nur Fehler vom Spiel, die denen das ermöglichen. Und das ist das, was mich so aufregt. Hier, warum passt der denn einfach nicht? Mann, ich drück hier irgendwelche Tasten und es passiert einfach mal nix. Das ist so frustrierend. Ja, natürlich, und wieder abgefälscht. Ja, ach, Leute, ey. Ja, jetzt, er spielt durch den Spiel, durch den Schläger durch. Er kann durch den Schläger durchlaufen. Herzlichen Glückwunsch, David Copperfield auf Eis. Mann, 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 ey. Und ich erinnere nochmal, ich habe Passabfangen ausgestellt. Und trotzdem wird jeder Pass abgefangen. Ja, und wenn da mal ein Schuss kommt, dann geht der natürlich nicht rein, um Gottes Willen. Dann machen wir den nur gegen den Pfosten. Keine Chance mehr, an den Puck zu kommen. Ja, natürlich. Immer ist einer dazwischen. Mann, 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 ey, echt. Ja, sicher und wieder abgefangen. Ja, ach Leute, ist doch irgendwo mal vorbei. Hier, bewegt sich und ich drücke hier nichts. Ich drücke nichts auf den Controller und der bewegt sich. Was soll denn die Kacke? Also hier ganz klar Beschiss. Das ist so programmiert worden, dass man das Ding nicht gewinnen kann. Und das ist eine Frechheit. Hier, ich habe eigentlich gepasst und nicht geschossen, ne? Komm, selbst hier nicht drin, vergiss es doch. Beim Fernsehen würde ich sagen, die Beiträge sind gescriptet oder diese Folgen und hier ist es einfach nur so programmiert, dass man nicht gewinnen konnte. Und sowas nimmt einem wieder voll die Motivation. So ein Beschiss und es ist nun mal leider Beschiss. Es ist nicht so, dass sie so wesentlich besser waren.
Aber Pässe sonst wohin, da wo du nicht hingespielt hast. Spieler, die sich von ganz alleine bewegen. Obwohl ich hatte alle Finger von allen Tasten. Ich hatte nur den Controller festgehalten und er bewegt sich. Das ist eine absolute Frechheit. So was darf es bei so einer großen Firma nicht geben. Und so macht es einfach keinen Spaß. So, das heißt, ich werde jetzt erstmal für ein paar Tage pausieren und es werden keine Folgen von NHL in der nächsten Zeit kommen.